Hallo zusammen, heute mal ein etwas anderes Video, hier aus den Magerwiesen. Für wen Magerwiesen kein Begriff ist, das sind Wiesen, die für die wirtschaftliche Nutzung im Grunde uninteressant sind. Da geht es eher darum, die Artenvielfalt zu erhalten. Also alles für die, die sagen, es kreucht und fleucht, ne? Also Insekten und Kleintiere. Was so dazugehört. Das fühlt sich hier wohl. So viel zum Thema magere Wiesen. Ja, weswegen ich hier eigentlich angehalten habe, ist, weil ich mein neues Rad habe. Es ist ein Velo de Ville geworden. Und zwar das A650 Premium. Mit so diversen Sachen, was mir persönlich diesmal wichtig war. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne ein vernünftiges Reiserad nochmal hätte. Und den Wunsch habe ich mir jetzt noch erfüllt. Das war es dann jetzt aber auch in Zukunft mit Wünschen, weil in letzter Zeit war ja doch einiges. Aber man muss ja auch sagen, dafür habe ich mich von meinen anderen Fahrrädern getrennt, außer dem Mountainbike. Und dann kann man sowas auch machen. Das ist kein ganz neues Rad, sondern ein Vorführer, der dementsprechend schon relativ gut ausgestattet war. Der Brooks-Sattel ist natürlich nicht Serie. Das ist auch so eine Sache, da schwören alle drauf. Ich hatte es noch nie. Und ich sag mal, 1000 Ärsche können nicht irren und es gibt nur positive Bewertungen. Des Weiteren wieder so die klassischen Sachen mit den Ergon-Griffen, damit man mal vernünftig umgreifen kann. Die hydraulische Scheibenbremse von Magura, die HS33. Ein Rückspiegel ist schon dran gewesen. Finde ich irgendwie witzig, bin mir aber noch nicht sicher, ob das so bleibt. Hier so eine Design-Rundklingel. Dann die breiten Reifen. Das ist der Schwalbe Evolution DD oder Marathon Mondial. Der hat nochmal so extra verstärkte Seitenwände, also der absolute Pannenschutz im Grunde. Auch relativ breit, was sich jetzt erstmal sehr gut anfühlt. Dann der Gepäckträger und der Frontroller sind beide von Tubus, was auch den meisten wahrscheinlich ein Begriff ist. Dann hier diese zwei Flaschenhalter. Ist auf den Reisen immer schön. Ein kleiner Tacho von Sigma. Ihr seht, ich bin jetzt 10 Kilometer damit gerade mal unterwegs gewesen. Das war meine Probefahrt im Grunde, wo ich mich doch entschlossen habe, das Ganze jetzt so zu kaufen, wie es ist. Hier vorne nochmal schön von Busch und Müller dieser IQX mit 100 Lumen. Also das ist echt ein Scheinwerfer. Und vielleicht erkennt ihr es schon, es hat nur ein Kettenblatt und hinten auch, weil es diesmal eine Roloff-Narbe geworden ist. Diese 14-Gang-Getriebe-Schaltung ist das. Ist für mich ein lang gehegter Traum gewesen, mir sowas mal zu kaufen. Ist nicht so das Übliche, was man an jeder Ecke vielleicht findet. Aber ich bin einfach begeistert von der Technik und auch von der Langlebigkeit dieser Schaltungen. Weil im Grunde brauche ich nie wieder was anderes machen, bis zum Lebensende. Weil mich überlebt diese Schaltung bei vernünftiger Wartung definitiv. Ja, ansonsten ist noch eine Luftpumpe da an der Seite dran. Und hier ist diese Drehgriffschaltung, die dann stufenlos funktioniert. Man muss sich daran gewöhnen, dass die Roloff-Schaltung, gerade diese Speedhub 500-14 in den Gängen, ich würde sagen 5 bis 8 oder 5 bis 7, ein sehr eigenes Geräusch entwickelt, was sich über den Rahmen so ein bisschen überträgt. Wenn man jetzt die Packtaschen dran hat, hört es sich wieder ganz anders an. Aber da muss man sich halt dran gewöhnen. Ja.
Ich denke, viel mehr gibt es da jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich hoffe, dass es bald dann auch wieder möglich ist, Radreisen durchzuführen und die damit angehen zu können. So ein paar Feinheiten muss ich dann noch einstellen hier und da, aber so im Großen und Ganzen ist das schon mein Wunschrad. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt nicht dazu zu erzählen. Den Rest seht ihr. Ich würde sagen, das war's. Macht's gut, euer Markus.